Herr Bögel, Sie haben ja nun wirklich viele Erfahrungen im Bereich der Politik, aber auch der Tierhaltung, auch jetzt in Ihrer jetzigen Funktion. Die Tierhaltung steht ja im Moment wirklich unter Druck. Also natürlich stehen wir unter großem öffentlichen Druck, wir stehen unter ökonomischem Druck. Und gleichzeitig lege ich schon Wert auf die Feststellung, dass der Ruf der Landwirtschaft nicht nur NWO geprägt ist, sondern dass die Umfragen eindeutig belegen, dass Landwirtschaft eigentlich im Durchschnitt der Bevölkerung doch noch ein hohes Ansehen hat. Gleichzeitig müssen wir sehen, die Anforderungen werden größer. Und ich denke, das, was Jochen Borchert gesagt hat, als Vorsitzender dieser Kommission, an diesen Vorschlägen der Borchert-Kommission führt kein Weg vorbei, ob man es gern hat oder nicht. Es ist notwendig, diesen Weg zu beschreiten, um das Überleben der Betriebe zu sichern. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, dass damit nicht alle Probleme gelöst sind. Die Radikalität von bestimmten Organisationen werden wir damit nie zufriedenstellen. Und dafür müssen wir eben auch in die Offensive gehen. Ich habe noch während meines Studiums bei Professor Riebe gelernt, außerbetriebliches Engagement ist Teil der Betriebsleiterfunktion. Das findet mir in Teilen heute viel zu wenig statt. Natürlich kann man sagen, ich habe keine Zeit dafür, aber wir müssen uns ein bisschen am Riemen reißen und wir müssen Flagge zeigen. Und wenn es darum geht, dass wir auch als Landwirte auf den Märkten vertreten sind, auf den Ständen und das nicht nur den Parteien oder der Europa-Union und wem auch immer überlassen, sondern für unser Anliegen werben, für Verständnis werben und deutlich machen, dass wir besser sind, als unser Ruf manchmal ist. Wir haben ja nun den Green Deal, Farm to Fork, wir haben aber die Zukunftskommission, also ganz viele Wünsche und Verpflichtungen, die in die Landwirtschaft eingehen sollen. Das ist ja die eine Seite, die andere ist, wo soll das Geld herkommen? Also genau daran müssen wir arbeiten. Also zunächst einmal ist das Geld im mehrjährigen Haushalt der Europäischen Union ja klargelegt. Das Parlament, meine ehemaligen Kollegen insbesondere, haben, glaube ich, sehr intensiv verhandelt. Und wenn so etwas wie die Sanktionierung von verlorenen Ohrmarken gemildert wird, dann ist das auch nebenbei ein schöner Effekt und war eigentlich überfällig. Ich glaube auch, dass der Weg Richtung Eco-Schemes nicht aufzuhalten ist. Ich würde mir allerdings wünschen für die weitere Zukunft, so wie der Verband für Landschaftspflege es beispielsweise auch diskutiert hat, dass der Landwirt aus einem Menü von Vorschlägen, was so möglich ist an Umweltmaßnahmen, die unterstützt werden, dass es da eine gewisse Wahlfreiheit der Betriebe gibt, weil die Landwirte als Betriebsleiter wissen besser, was für ihre Betriebe passt. Das ist, gibt auch wieder ein Stück Freiheit, was einfach dazugehört. Und gleichzeitig macht mir nach wie vor große Sorge, dass mit diesen Themen die Frage der Nachfragekonzentration der Lebensmittelketten mit unserem Kartellrecht offenkundig nicht zu greifen ist. Und deswegen müssen wir hier besser werden. Ich nenne ein Beispiel. Bei meinem ersten Delegationsbesuch in Washington, ganz zu Beginn meiner parlamentarischen Arbeit, wurden wir empfangen vom Agribusiness der Vereinigten Staaten von Amerika. Das waren 5 Leute, die das gesamte Agribusiness gegenüber Senat und Kongress vertreten haben. Da können wir lernen. Professor Strohschneider, den Vorsitzenden der Zukunftskommission, der sagt, ein Ergebnis dieser Kommission ist, die Produktivität sinkt, die Kosten steigen. Ähnliches gilt ja für den Green Deal. Wir werden auch insgesamt weniger in Europa erzeugen. Halten Sie das für den richtigen Weg? Also wir bestehen darauf, dass es eine unabhängige Folgenabschätzung geben muss. Derjenige, der einen Gesetzgebungsvorschlag schreibt, darf nicht die Folgeabschätzung schreiben, weil er ist überzeugt davon, dass es richtig und alles gut ist. Im Übrigen sind die Vorschläge Green Deal und auch die Vorschläge Farm to Fork noch keine Gesetzgebungsvorschläge, das sind Mitteilungen. Es sind Orientierungen und deswegen geht es darum, jetzt auch sich auf die Detailarbeit vorzubereiten, damit die Dinge nachher miteinander passen und nicht Borchert-Kommission, Zukunftskommission das eine und da kommt hintenrum noch etwas, was überhaupt nicht da zusammengeht. Ich will nur darauf hinweisen, das Weltressourceninstitut, immerhin Wissenschaftler aus 4 verschiedenen Kontinenten, haben die dänische Landwirtschaft untersucht und sind zu eindeutigen Ergebnissen gekommen, zu sagen, in Europa alles runterfahren und es woanders zu produzieren, heißt nicht automatisch, dass das Klima besser wird. Und deswegen die Technologien nutzen, auch die Möglichkeiten der Landwirtschaft im Hinblick auf Kohlenstoffeinlagerung zu nutzen. Da ist, glaube ich, noch viel unterwegs, was wir auch im Interesse der Landwirtschaft, auch im Hinblick auf Einkommen, noch sehr viel zielführender nutzen können. Wo sehen Sie Landwirtschaft und Gesellschaft in 10 Jahren? Auf derselben Seite oder völlig auseinander? Ich
bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in einem globalisierten Dorf, in dem wir nun mal unterwegs sind, auf Dauer dafür sorgen müssen, dass Lebensmittelsicherheit in Europa ein öffentliches Gut ist. Denn wir sollten uns nach all den Erfahrungen in der Pandemie nicht weiter abhängig machen von anderen Ländern, die möglicherweise dieses auch machtpolitisch gegen die Europäische Union der Bürger und der Staaten missbrauchen werden. Und Thema Tierhaltung und vegane Ernährung, wie kriegt man das? Kann das nebeneinander existieren? Es sollte nebeneinander existieren. Also ich bin für die Wahlfreiheit. Ich lehne es ab, dass jemand mir diktieren will, an welchem Tag der Woche ich ein Stück Fleisch oder einen Fisch oder nur Gemüse essen will. Das ist die Wahlfreiheit des Bürgers. Und natürlich muss man dann auch, wenn man über Bilanzen redet, sich einmal anschauen, dass weltweit über die Hälfte der genutzten Fläche Grünland ist. Ich kann nicht anstelle der Tierhaltung sagen, ich pflüge dieses Land und baue dort Gemüse an. Also dann kommt das Land nach Hause in der Prärie oder auch in meiner Gemeinde, wie es früher mal der Fall gewesen ist. Also die Kirche im Dorf lassen und zu begreifen, dass Tierhaltung und die Nutzung auch von Wiederkäuern einfach dazugehört, um Grünland speichert doppelt so viel Kohlenstoff wie Ackerland. Ist ein Fakt. Also wir haben das Umbruchverbot. Dann muss ich aber auch akzeptieren, dass zum Speisezettel auch Fleisch und Milch gehört. Oder wer das ablehnt, der sollte bitte dann auch keine Lederschuhe mehr kaufen. Jungen Landwirten würden Sie was raten? Sich sehr genau über die Zukunftsperspektiven auch des eigenen Betriebes Gedanken zu machen. Sich darüber im Klaren zu sein, dass die Auseinandersetzung um die richtigen Wege nie aufhört. Ich habe ja nun viele Phasen der Landwirtschaft, auch der landwirtschaftlichen Produktion selber miterlebt. Es gibt immer wieder Veränderungen, denen man sich stellen muss. Und ich habe es selber auch erlebt, dass in der Schule beim Fußballspielen mit 13, 14 das gröbste Schimpfwort auf dem Fußballfeld du Bauer war. Meine Kinder haben es doppelt gehabt, der Vater war Bauer und Politiker. Also diese Art von Verunglimpfung hat es leider in der Vergangenheit auch gegeben. Da steht man drüber, das Gespräch suchen, sich einbringen, auch vor Ort, in der Gesellschaft, um dann auch dafür zu werben, dass wir einen wichtigen Beitrag für Wirtschaft, Gesellschaft und auch für die Umwelt leisten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es geht nicht nur um Klima. Es geht darum, eine Nachhaltigkeit zu organisieren, in der Ökonomie, Ökologie und soziale Balance eine Rolle spielen. Franz Fischler hat mal gesagt, nur wirtschaftlich gesunde Betriebe sind in der Lage, auch die gewünschten öffentlichen Güter zu produzieren. Und das ist genau der Schlüssel, den wir überzeugend darstellen müssen.